Sind Sie sicher? Das kann doch nicht möglich sein. Herr Maldini, Herr Reber braucht wirklich äußerste Ruhe. Ja, ja. Ich wollte ihn auch nicht stören. Ich wollte mir ja nur den Mann ansehen, der uns... Kommen Sie, Herr Maldini. Ja. Doktor. Wie lange wird der Reber im Koma liegen? Das kann man leider nicht voraussagen. Und wird er bleibende Schäden haben? Auch darüber wissen wir im Moment nicht viel. Herr Maldini, wir tun unser Möglichstes. Aber manche Dinge... Ich weiß, das liegt in Gottes Hand. Ich muss Sie nun bitten zu gehen. Der Patient braucht äußerste Ruhe. Ja. Das sieht gar nicht mehr so bedrohlich aus. Kommen Sie. Bitte, sagen Sie nichts, bitte. Ihre Freundin merkt doch sowieso gleich, was los ist. Das Botox macht aus ihrem Gesicht eine starre Masse. Hallo, Frau Schäfer. Hallo, Frau Dr. Busch. Na, wie geht's? Oh, prima, prima. Nur die Arbeit hat mich fest im Griff. Ich habe schon gehört, Sie arbeiten jetzt als Stylistin. Ja, total stressiger Job, sage ich Ihnen. Ja, wir hätten ja dann soweit alles geklärt, Frau Dr. Busch. Worum ging es denn? Nur wegen der letzten Nachuntersuchung. Ja, aber da ist doch alles in Ordnung. Hör mal, was machst du denn für ein Gesicht wie auf einer Beerdigung? Mir geht's gut. Ah, sorry. Ich muss dann wieder. Ja. Tschö. Sag mal, Thorsten, hast du Fieber? Was guckst du denn so verkrampft? Wieso? Ich bin nur zu warm angezogen. Ach, hör mal, wegen deinen Klamotten eben. Das tut mir total leid, Thorsten. Das war nicht so gemeint. Ja, ist es denn? Es ist nur so, der alte Thorsten, der war mir irgendwie lieber. Weißt du, deine beigen Hemden und deine braunen Hosen, das steht dir einfach irgendwie besser. Findest du? Ja, finde ich. An dir ist alles perfekt, so wie es ist. Glaub mir das mal. Ach, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Ich mach es wieder gut. Aber nicht jetzt, Thorsten. Das Shooting ruft. Wacht nicht auf mich, es wird spät, ja? Tschüss und schönen Abend. Danke, Hilfe. Männer. Kein Sinn für die Essenz des Lebens. Stell dir vor, ich stehe stundenlang in der Küche, koche was Tolles und Raoul lässt mich einfach stehen. Ich sag dir, wenn einem Spanier die Arbeit wichtiger ist als seine Freundin, dann stimmt was nicht. Ich sag dir, was hier nicht stimmt. Du. Was? Raoul wollte eben seinen Bruder nicht hängen lassen. Ach komm, Carlos wird ja wohl mal 5 Minuten ohne seinen Bruder auskommen. Ach ja? Und ich? Findest du es etwa gerecht, dass ich hier übrigens auch den ganzen Tag stundenlang allein geschuftet habe? Sorry, ich hab wohl vor lauter Kocherei die Zeit vergessen. Diese Juliette macht dich noch ganz gaga. Du faselst nur noch von Aromen, Gewürzen. Ja, aber das mit den Gewürzen ist total spannend. In der richtigen Mischung. Ja, komm, verschon mich. Ich bin nicht so der Juliette-Fan. Ja, aber die Pralinen, die sie macht, das sind doch richtige Kunstwerke. Ich weiß. Welch eine Ehre, dass ich die Dinger ohne Studium verkaufen darf. Sorry. Es wird nicht wieder vorkommen. Hoffentlich. Noch so ein Tag und ich gehe unbefristet in Urlaub. Paul, hast du wahrscheinlich auch recht. Ich rede nachher mal mit ihm, ja? Was soll das heißen? Eine starre Maske. Keine Gymnastik heute, Herr Fechner? Frau Riemer, müssen Sie sich immer so anschleichen? Das liegt daran, weil Sie immer so konzentriert sind. Das gehört zu meinen Aufgaben. Mein Schlüssel bitte, Herr Fechner. Bitte. Warum schauen Sie denn so streng? Ich habe doch einen Teil meiner Miete schon bezahlt. Ich schaue nicht streng. Guten Abend, Frau Riemer. Mhm. Guten Abend, Herr Fechner. Kann es zum sogenannten Maskeneffekt kommen. Diese Reaktion verschwindet, sobald die Wirkung der Botox-Spritzen nachlässt. Dies dauert in der Regel 2 bis 3 Tage. 3 Tage.
Botox, also Botulinumtoxin, das ist ein Nervengift. Und wenn man das falsch injiziert oder zu viel, dann kann es zu unerwünschten Lähmungen kommen. Was wird Susi dazu sagen? Koma ist die schwerste Form der Bewusstseinsstörung. Obwohl es keine Krankheit, sondern ein Symptom ist, kann es durch Störung der Großhirnfunktion lebensbedrohlich sein. Fühlt sich fast an, als wäre ich der Täter und nicht dieser Reber. Guten Morgen. Oh, was ist? Bekommt hier eine alte Frau vielleicht eine Tasse Kaffee? Wieso bist du nicht im Bett? Ich bin nicht krank. Du hattest einen Schock. Oh, mir geht's gut. Ist denn mit dir alles in Ordnung? Ja. Der Täter liegt im Koma. Er kann jetzt niemandem mehr etwas tun. Aber du hast doch nur mit dem Geldbeutel zugeschlagen. Man wollte mir die genaue Verletzung nicht sagen. Machst du dir jetzt etwa Vorwürfe? Das, als ich ihn im Krankenhaus da liegen gesehen habe, da... Was hast du denn im Krankenhaus gemacht? Ich wollte eine Kopie deiner Krankenakte holen. Ja, und für was brauchst du die? Ja, David hilft mir bei einer Zivilklage gegen Reber. Du willst ihn anzeigen? Wenn die Polizei nichts unternimmt. Ja, ja, da hast du recht. Front. Krause hier. Herr Maldini, wir müssen so schnell wie möglich den Tathergang nachstellen. Am Tatort. Was kommt als nächstes? Untersuchungshaft oder stecken Sie mich gleich ins Gefängnis? Na, bist du heute mit dem falschen Bein aufgestanden? Krummer Rücken. Ich habe auf der Couch geschlafen. Hat's reingeregnet, das Liebesnest. Eigentlich wollte ich Kerstin wegen gestern bei mir entschuldigen. Aber dann... Keine Versöhnung im Paradies. Im Gegenteil. Das flogen die Fetzen. Jetzt ist Kerstin sauer. Naja, man kann sie ja auch nicht übel nehmen, hm? Wo sie sich doch so viel Mühe gegeben hat, dich zu verwöhnen. Im stressigen Nachmittagsgeschäft. Ja, die Arme konnte doch nicht wissen, dass wir hier so viel Kunden haben. Wird sie testen. Wer kommt überhaupt auf so eine blöde Idee? Es kommt von dieser Pralinentante. Macht Kerstin noch ganz kirre. Und deswegen muss ich ständig in Bagdad die Stellung halten. Wow, Heidi ist ganz schön in Fahrt heute. Ich kann verstehen, dass sie sauer ist. Wenn Kerstin nur noch Zeit für ihre Gewürze hat. Ja, für dich. Hä? Früher hattest du doch auch nicht so eine lange Leitung. Düfte, Gewürze, Aromen, das hat alles eine Bedeutung. Also ich würde mich freuen, wenn eine Frau sich so ins Zeug legen würde für mich. Vielleicht war ich wirklich ein bisschen... Womöglich habe ich in der Spur zu heftig reagiert. Womöglich? Sag mal, jetzt im Vormittagsgeschäft. Das geht doch noch, oder? Alles easy. Auf in den Kampf. Viel Glück, Torero.